So, dann möchte ich euch alle zur Pressekonferenz begrüßen. Wir haben hier eine Premiere bei den Pressekonferenzen in Storsbeck zu verzeichnen. Der Trainer der gegnerischen Mannschaft, wie gesagt, Bea sieht, ist nicht anwesend, möchte nicht dabei sein. Demzufolge hier kurz von mir ein Statement zum Spiel. Ich denke, wir haben zwei spielstarke Mannschaften gesehen mit dem Sieg vom FC Storsbeck 4:0, wie bekannt. Und jetzt haben wir nur noch die Stimme von Helmut Fritz. Noch nicht? Noch nicht. Okay, also muss ich noch was weiter erzählen. Wie allen bekannt ist, oder vielleicht weiß es der ein oder andere, heute haben der Brandenburger Meister gegen den Berliner Meister 2013 gespielt, also beides Aufsteiger in die Oberliga. Es befinden sich beide Mannschaften im endlich gesicherten Mittelfeld. Und wie gesagt, ich denke, mit dem heutigen Sieg hat der FC Storsbeck zu einem Befreiungsschlag ausgeholt nach 4 oder 5 Niederlagen, jetzt nicht, 4 Niederlagen in Folge, und hat die Heimspielbilanz, denke ich, wieder aufgefrischt. Ja, ganz klar, nach 4 Niederlagen freut man sich natürlich, wenn man gewonnen hat. So wie das Spiel, man hat es gesehen, 2 spielstarke Mannschaften, wobei wir uns in der ersten Halbzeit ziemlich zurückgehalten haben, wo Hürtige doch mehr Ballbesitz hatte, wir in den entscheidenden Momenten aber die Tore gemacht haben. Und die 3-0 zur Pause, wo wir dann zur Mannschaft ganz klar gesagt haben, wir müssen hier nicht 8-0 oder 9-0 gewinnen, sondern wir wollen einfach nur erstmal wieder gewinnen, um wieder für uns besser reinzukommen. Haben sie in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht, indem wir die Ball gehalten haben, Ball in allen Reihen gehalten haben, versucht haben, Hürtige gar nicht ins Spiel kommen zu lassen, sie dann versucht haben, in den ersten 10 Minuten nochmal Druck zu entwickeln. Dann kommt natürlich die Kartenspiel dazu, da wollen wir uns nicht unterhalten, kennen wir selber. Und dann wird man das Spiel 4-0 am Ende recht zu berühren. Wir sind sehr glücklich darüber und dann können wir, glaube ich, mal jetzt auch mit den Augen nach oben stehen, weil da brauchen nicht mal so nach unten gucken. Die haben ja in der letzten Woche alle ziemlich viele Punkte da und denken, jetzt kann man noch ein bisschen nach oben stehen und immer so gucken, wo die anderen stehen. Dankeschön. So, danke Helmut. Gibt es Fragen zu Helmut Fritz? Nun, dann bedanke ich mich bei allen und wünsche noch einen schönen Sonntag.